Wir sind zurück bei New Super Mario Bros. Wii und zwar mit Welt 2.5 und die gehen wir natürlich auch sofort an. Da fackeln wir nicht lange rum. Oh, jetzt geht's los. Es war ja klar, dass ich das direkt den ersten Sprung nicht schaffe. Ich hab's einfach schon erwartet. Also geistig ist nicht so eng. Das. Oh, wow, 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 Moment mal, Moment mal. Oh shit, da muss ich nochmal rüber. Genau, da habe ich nämlich vergessen, diesen kleinen Drehsprung noch zu machen. Ich wollte gerade sagen, wo ist Yoshi, wenn man ihn mal braucht? Dieses Level will ich nämlich den Yoshi. So, der Swan-Up ist mir scheißegal, ob das verloren geht. Oh, ne, Lucky Two auch noch. Scheiße. Nein, komm, Yoshi. Jo, und wie er ausrastet. Komm her, ey. So. Und da ist ja wohl auch nicht zu übersehen, dass ich für irgendeine Starcoin die Wolke brauche, oder? Hier oder so. Oh, bestimmt. Da muss ich doch eigentlich... Schau mal, ob ich da jetzt hinkomme. Wartet, 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 wartet. Kommen wir jetzt aber gleich. Okay, da ist nix. Ich falle natürlich in das einzigste Loch weit und breit. Das habe ich doch einfach im Blut. Ist das schön. So, hier darf ich jetzt aber keinen Scheiß bauen, weil diesmal kann ich mich nicht einfach treffen lassen. Boah, das war verdächtig knapp. Das war verdächtig knapp, mein lieber Scholli. Hier muss ich jetzt nochmal rüber. Also entweder ich mach schnell oder ich... Naja, warte eben. So. Also auch hier, wenn man die am Kopf trifft, dann kann man die gleich komplett eliminieren. Du, jetzt ist aber genug, ey. Aber wenn ich hier mit dem noch nichts anfangen kann, dann sollte ich auch erstmal einfach nur weitergehen. Aber hier, da ist schon wieder Hälfte und ich habe noch nichts. Das glaubt mir doch keiner. Also hier muss es ja schon reingehen eigentlich, oder? Nee. Nein, 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 Yoshi, 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 Yoshi. Na komm, Lucky, du dann jetzt. Okay. Schauen wir mal, ob ich jetzt mit der Wolke arbeiten kann. Hoch, immer ganz hoch. Scheiße, scheiße, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Scheiße, den kann ich vergessen. Den kann ich jetzt vergessen. Dann werde ich ja richtig schön Probleme kriegen für den Rest des Levels. Jo. Werde ich. Oh ja, werde ich. Holy shit. Wie soll ich denn das ohne Yoshi schaffen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das scheiße ich drauf. Da renne ich jetzt durch. Da ist das Ende. Ich habe noch nicht eine Starcoin. Alles klar. Das muss man auch erstmal schaffen. Das Level beenden ohne eine einzige Starcoin. Ich gehe davon aus, in einer Röhre ist eine, in einer Wolke ist eine. Okay, bei der dritten weiß ich jetzt nicht genau. Yo. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Na egal. So, Welt 2.6. Also hier müsste auch eigentlich Secret. Müsste auch ein Secret Exit sein. Oh, nee, scheiß Scrolling-Level. Naja, es war ja klar, dass es nicht lange auf sich warten lässt, ne? Ach, Cooper. Oh, das erste Starcoin. Hol ich mir einfach mit dem Cooper. Sehr gut.
da so hab ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber so habe ich das gern. Direkt am Anfang des Levels eine Starcoin. Da weiß ich, okay, viel falsch. Oh no! Ernsthaft? Ich treffe ihn, er dreht sich um und gibt mir den übelsten Headbutt, oder was? Oh, wie unnötig. Auch hier wäre so ein Propellerpilz. Richtig nice. Der bleibt mir natürlich verwehrt, weil ich ihm erstmal groß werden muss. Ja, Stress pur. Dreck-Scrolling-Level, wirklich. Oh shit, jetzt komme ich da oben wahrscheinlich nicht mehr ran. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ich muss den Koopa mitnehmen. Oh. Es sei denn, ich nehme jetzt einen Pilz. Nintendo. Und hol mir dann den Propellerpilz, weil der ist da ja zu 100% drin. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber spekulieren, oder? Natürlich nicht. Gut, dann brauche ich dich nicht. Koopa, hast du Feierabend. Oh oh. Oh, das hätte auch schon fast wieder schief gehen können. Und den möchte ich jetzt wirklich nicht verlieren. Wenn es geht. Diese Warterei. Für einen ungeduldigen Menschen wie mich genau das richtige Level. So, hier geht's weiter. Mal schauen, ob da oben irgendwas ist. Da oben könnte jetzt rein theoretisch was sein, wo ich nur mit dem Propeller bin. Wo ist nicht? Okay, nicht. Interessant, dann ist hier noch irgendwo anders eine Röhre. Dass ich dann hier quasi rauskomme. Oh Gott, das ist beinahe schon wieder schief gegangen. Oh, was will er denn hier? Oh, geh weg. Und das Scrollen geht weiter. Yippie! Ach, die Kacke. Boah, das war knapp. Uiuiuiui. Okay, es ist die dritte. Ich hab's mir schon gedacht, dass ich eine übersehen habe. Ja, wahrscheinlich in der Röhre da oben, ne? Wo man sonst rauskommt. Oh Gott, was mache ich denn da? Oh, fuck you, fuck you. Oh Gott, scheiß auf die blöden roten Münzen, ey. Das Level schaffen wir jetzt schon mal ganz nice. Mir bloß aus dem Weg. Da oben muss ich rein. Nein, du dämliches. Oh, fuck off. Leck mich. Boah, das war knapp. Am Ende rein müssen, um die zweite Münze zu holen. Ich glaube, das ist auch ziemlich nice. Ach, vor allem, du musst dann das Level schaffen. Und dann musst du nochmal zurück zur Hälfte. Und dann nochmal. Das ist schon ganz schön gemein. Egal. Ach nee, das ist bestimmt für Secret Exit, nicht zwingend für die Starcoin. Das ist bestimmt Secret Exit gewesen, ganz da oben. Bestimmt. Jetzt mal, wo die Gegner sind. So, ich will natürlich zu dem Pilzhaus drüben. Freilich. Das war das Special-Geschenk, ne? Also ein Stern, oder? Ich nehme mal an, man kriegt immer einen Stern. Ja, kriegt man immer. Juhu, ein Stern! Immerhin, wenn du in jeder Welt einen kriegst, kannst du am Ende bis zu 8 Sternen haben. Nachdem die sich ja hier so schön ansammeln lassen. So, und damit können wir auch tatsächlich schon zum Schloss kommen, der zweiten Welt. Sehr gut. Na dann, mal sehen, ob uns das auch so Probleme bereitet. Oh, was? Hä? Nee?
What the fuck? Was ist denn das für eine Starcoin, bitte? Scrolling Level und instant musste hier die Ding sammeln. Was ist zum Teufel? Und das sieht jetzt gerade aus mit den drei. Oh oh, sag mir nicht, das muss. Das ist wirklich wie bei. Fuck, es ist wirklich so. Ah! So komme ich ran. Ja, hier wie bei Mario Bros. Noch hier für ein NES. Für die Super Mario Brothers. Krass. Ah, dann ganz oben. Wir müssen ganz oben. Und? Jawohl, das ist richtig. Also, man muss immer unterschiedliche Wege finden. Oh, shit, 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 shit. Schnell, 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 schnell. Okay. Also, da haben sie ein kleines Remake des Castles quasi. So, probieren wir es jetzt mit der Mitte. Das muss man in der Regel zwei- oder dreimal machen. Und dann steht man vorm Boss. Na toll, falsch. Ja, dann wird es wohl unten sein, oder? Ich muss vorzeitig hier die Piranha-Pflanzen kaputt machen. Dann kann ich nämlich einfach drüber rennen. Komm schon. Unten ist das Schwierigste, also wird es da unten auch weitergehen, oder? Das würde Sinn machen, aber kann auch sein, dass der leichteste Weg der obere nämlich dann richtig ist. Ja, es ist aber unten richtig. So, und jetzt kommt ein letztes Mal noch. Okay, die letzte Starcoin habe ich. Oh, schnell, schnell, schnell. Kann sein, dass jetzt das natürlich das mittlere richtig ist, weil warum sollten sie sonst das Ding da oben hin gemacht haben, ne? Warum sonst? Ich bin nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin nicht überrascht. Jetzt gab es ja auch keine Gegner, jetzt war es hier kein Stress. Es muss richtig sein, alles andere wäre pure Verarschung von Nintendo. Und... es ist richtig. Na, das war diesmal ausnahmsweise mal echt zu erwarten. So, jetzt gibt's hier noch eine Blume. Was nicht? Doch. Und dann geht's ab zum Bossfight von Welt 2. Na, immerhin haben wir gut gelöst. So sieht man sich wieder. Okay, dann. Ja. Das habe ich schon fast gefühlt. Boah, der Wichser, ey. Was? Er kommt genau da raus? Wirklich? Scheiße, das war mir jetzt zu riskant. Hochspringen und drauf. Okay, komm einmal noch. Boah. Boah. Nee, nee, ich riskier's nicht. Oh, shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Oh, no. Oh. Da ist halt das Ätzende, es gab halt keinen Midway Point, ne? Das Geile ist ja echt, am Anfang musst du falsch laufen. So,
Sonst kannst du an die erste Starcoin nicht kommen. Sie zwingen dich falsch zu laufen. Das ist natürlich schon klasse. Oh, aber wie ärgerlich. So, hier die Münzen geben einem so ein bisschen so den Hinweis. Geh mal lieber in der Mitte. Weil alles andere ist nämlich richtig. So ungefähr. Also die Münzen geben halt den Tipp. Du könntest sie auch holen, indem du natürlich sofort oben im Propellerpilz hinfliegst, aber wenn du den natürlich nicht hast, dann guckst du blöd. Oh, der Boss war fies. Also der war ausnahmsweise mal echt nicht leicht. So, komm, zieh an. Ding! Sag ich doch. So, jetzt wissen wir auch schon, was wir... Shit, was? Was wir hier machen müssen? Wir müssen unten lang, das bedeutet... Oh, nehmen wir schnell die Feuerblume hier, bitte. Ist so fast. Und dann in der Mitte. Also wenn man es weiß, ist es natürlich noch viel einfacher und absolut keine Herausforderung. Ich muss mich echt nur hier auf unseren Boss konzentrieren. Ist knapp, viel Zeit hast du nicht. Aber dafür sind wir halt jetzt auch gleich wieder beim Boss. So, und los geht's. Sehr interessanter Boss. Aber jetzt weiß ich wenigstens. Jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was riskieren. Jawohl. Ja, wenn man das weiß, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Im ersten Mal wusste ich das ja gar nicht. Da hat er mich schon gut überrascht. Nein! Egal. Ein zweites Mal. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Nein, nein. Ich geh sterben, ey. Das gibt's nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich mir die Scheiße nochmal geben. Scheiße! Ich dachte, ich bin einfach mega schnell und krieg's, damit ich wenigstens die erste... Wow, ganz ruhig. Damit ich das erste Mal nicht absichtlich falsch laufen muss. Oh Gott. Wie sehr mich das ärgert. Unbeschreiblich, dass ich diesen Boss nicht klein kriege. Man ist ja schön und gut. Er ist mal, ein anspruchsvoller Boss. Ich müsste eigentlich schon fast zufrieden sein. Aber da hat es gerade nicht viel mit anspruchsvoll oder schwer zu tun, sondern mit eigener Dummheit. Und das ist das, was mich nervt. Und los! Hier das Schloss auswendig kennt, dann ist das absolute Vierlefanz, der hier passiert. Vor allem, er ist fies, er fällt echt unterschiedlich runter. Damit kriegt er mich. Oh.
Aber jetzt, meine lieben Freunde, jetzt. Ein drittes Mal kriegt er mich nicht. Weil ich jetzt auch einfach clever genug bin und nicht irgendwas riskiere. Ja, oh, lauf dem Feuerball hinterher. So, ein letztes Mal. Ne? Boah, ich konnte ausweichen, hab ich einen Luck, ey. Ich sag ja, das, was mich irritiert, er springt immer unterschiedlich oft. Das macht mich echt übelst fertig. Ah, jetzt hab ich das so ein bisschen raus. Jetzt, wo ich wirklich darauf eingestellt bin, dass es jederzeit rausfallen kann. Jetzt. Na, war klar, egal. Es ist vorbei. Boah. Er ist fies. Also, der ist richtig fies. Der war ja schon der zweitschwierigste Boss, den ich jetzt hier in Mario bisher gespielt habe. Nur Ludwig in Wii U war schlimmer. Aber ansonsten hatte der richtig viel Potenzial, muss ich sagen. Oh Mann. Und die Schneewelt. Jawohl, Welt Nummer 3 ist auf dem Weg, aber wir holen natürlich jetzt erstmal noch die Starcoins und das Secret Exit nach in der nächsten Folge. In einer Weihnachtsfolge, wie es aussieht, von New Super Mario Bros. Wii.